Gemeinde. Herzlich willkommen in unserer Johanneskirche in Heidelberg-Neuenheim. Weil unsere Kirche über die Osterfeiertage geschlossen bleiben muss, wollen wir Ihnen auf diesem Wege ein wenig von dem Besonderen der Osterfeiertage in Ihre Häuser bringen. Wir wollen das mit geistlicher Musik von Johann Michael Nicolai, Georg Philipp Telemann, Marin Marais und Johann Sebastian Bach und einer Lesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Verse 50 bis 55, der Grablegung Jesu tun. Wir, das sind Michael Spengler an der Viola da Gamba, unsere Kantorin Beate Rux-Voss am Cembalo und ich, Katharina Firnhaber, Älteste der Johannesgemeinde. Die Schriftlesung wird begleitet von Gedanken, die Helmut Gollwitzer in Jesus Tod und Auferstehung 1979 niedergelegt hat. Thank you.
Ich lese zu Jesu Grablegung aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 23. Kapitel, die Verse 50 bis 52. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Hören wir Gedanken von Gollwitzer aus Jesus Tod und Auferstehung. Wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen, wir litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, dann mögen wir uns klar sein, dieses altgewohnte Wort sagt das Furchtbarste aus, was gesagt werden kann. Es bestätigt, wie mit einem Siegel, die Hoffnungslosigkeit der Welt. Nun hat sie diese letzte Hoffnung von sich gestoßen. Nun haben wir es so weit gebracht, dass das letzte Angebot ausgeschlagen ist. Nun sind wir radikal ans Ende aller unserer Möglichkeiten gekommen. Jetzt ist nichts mehr möglich. Jetzt mag die Weltgeschichte noch weitergehen. Sinn, Aussicht, Hoffnung ist nicht mehr dabei. Das heißt das Wort begraben. Wie ein versöhnender Klang, wie ein leises Anzeichen, dass jetzt noch etwas geschehen könnte. Ein leises Anzeichen, dass die Welt am Ende, dass aber Gott noch nicht am Ende ist. Wie eine leise Hoffnung auf große Veränderungen steht in diesem Schlussbericht der Leidensgeschichte, in dem Bericht des Begräbnisses Jesu, die Gestalt des Josef von Arimathäa. Der Evangelist Lukas sagt, er sei ein frommer Mann gewesen, der nicht eingewilligt habe in den Rat der Hohepriester und Schriftgelehrten, einer, der auf das Reich Gottes wartete. Und hören wir weiter, Gollwitzer. Ein furchtsamer, heimlicher, schlechter Jünger war Josef von Arimathäa, der nur in der Verborgenheit des Herzens glaubte, aber kein Bekenntnis der Lippen wagte. Er kommt voll Mut, denn dazu gehört wohl Mut, sich zu einem geächteten, ausgestoßenen, hingerichteten Mann zu bekennen. Jetzt, weniger als jemals, wäre ein Bekenntnis in Frage gekommen. Und gerade jetzt erwachte es auf einmal in ihm. Woher? Hätte er wohl nicht sagen können, ebenso wenig wie Nikodemus, der, wie Johannes berichtet, Josef auf seinem mutigen Gang zu Pilatus begleitet, um den Leib Jesu auszubitten. Jener Nikodemus, der Jesus anerkannt hatte als Meister, der von Gott kommt und der damals doch nur heimlich zu ihm kommen wagte. Jetzt, da alle, die ihn bekannten, zerstreut sind und keiner sich heraustraut, da erweckt der Heilige Geist zwei furchtsame Leute, schlechte, heimliche Jünger. Und sie sind es, die in aller Offenheit sich zu dem toten Jesus bekennen, ihn vom Kreuz nehmen.
Ich lese weiter aus Lukas Kapitel 23, Vers 53. Und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Gollwitzer schreibt dazu: Er nahm ihn ab, heißt es. Das ist ein ungeheuerlicher Satz. So ungeheuerlich wie die Empfindungen, die diesen Josef und alle, die mit ihm waren, durchstürmt haben, als sie die Nägel herauszogen aus Händen und Füßen, als sie den Leichnam die Leiter herunterließen, als der Mund geschlossen war, der Worte des ewigen Lebens gehabt hat, als die Augen, die einst so gestrahlt haben, tot gebrochen waren. Wer hat ein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Tot ist er nun, endgültig. Und diese Endgültigkeit zu bestätigen, wird er zu Grabe gelegt, in ein in die Felsen gehauenes Loch, wie in eine Kammer, und davor wird ein Stein gewälzt. Und um leise auszudrücken, dass es ein besonderer Mann ist, der hier ins Grab gelegt wird, ein besonderer Leichnam, eine besondere Hoffnung begraben wird, heißt es, noch niemand vorher sei in diesem Grabe gelegen. Thank you.
In Lukas 23, Vers 54 und 55 heißt es: Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Und hören wir wieder die Gedanken von Gollwitzer dazu. Wirst du denn auch bei den Toten Wunder tun? Oder werden die Toten aufstehen und dir danken? Wird man in Gräbern erzählen deine Güte und deine Treue im Verderben? Psalm 88, 11 folgende. Alle Welt sagt Nein auf diese Frage des Psalmisten. Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Im Tod ist alles tot. Nun aber hat der gleiche Christus, der jetzt tot und begraben ist, einen Tag vorher, am Abend des Gründonnerstag, als er das Abendmahl austeilte, wie es im Bericht heißt, den Lobgesang gesungen. Dieser Lobgesang bestand nach jüdischer Sitte aus den Psalmen 113 bis 118. Und wer heute Abend sich diese Psalmen aufschlägt, der liest in ihnen ein Auferstehungswort nach dem anderen. Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem Herrn. Psalm 116, Vers 15. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Psalm 118, Vers 17. Nun Moria sed vivam. Wer hat da recht? Jesu Lobgesang oder Jesu Grab? Wird Gott auch bei den Toten Wunder tun? Werden Verstorbene auferstehen und ihm danken? Ja, sie werden. Ja, das wird geschehen. Am Christfest müssten wir alle weinen, sagt Christoph Blumhardt einmal, denn da gibt Gott doch etwas her, da opfert sich Gott in die Welt hinein. Aber am Karfreitag, da müssten wir lachen, denn da bringt Gott die Welt zu sich zurück. Und da ist er in die tiefste Tiefe, in die unwiderrufliche Hoffnungslosigkeit des Gestorbenen und Begrabenen hineingeht, da ruft er dann dem, was nicht ist, dass es sei. Römer 4, Vers 17. Das ist die Botschaft des Karfreitag. Musik.